Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Riders Problem Gravitation. Ja, sag ich nicht zu. Ja, wir hatten gerade echt Probleme. Skype hatte mal den Spaß sich dran erlaubt und musste einen Bug in meiner USB-Soundkarte auslösen. Große Klasse. Damit ging gar nichts mehr auf Skype. Ey. Aber eine Scheiße, jetzt mache ich die Mission, um mich hier abzureagieren. So, und Dwayne wird mir dabei helfen. Wow! Hier macht sie X! Und sonst kriege ich das nie hin. Was ist das für eine Verarsche? Frauen. Da hast du vollkommen recht. Alter, ich fahr gerade wie so ein Besoffener. Ich bin nicht ja besoffen. Das könnte alles sein. Das ist schon komisch, weil ich ging immer davon aus, dass du niemals Alkohol nimmst. Also so auch kann nicht. Man sich irren. Ich kann es gleich vergessen. Außer ich kick den Trick hin. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen verrückt, aber. Damit kann ich das jetzt machen. Und den letzten zerstören. Und jetzt ab ins Ziel. Kennst du einen YouTuber, der mal mit Alkohol, also mit ein paar Promille, mal aufgenommen hat? Ich kenne dann vielleicht sogar gleich ein paar. Und? Allerdings war das auch Sinn und Zweck der Übung, weil die haben dann Mario Party gespielt. Jedes Mal, wenn sie verkackt haben, ein Schuss. Und also jedes Mal einen kurzen getrunken, wenn sie an irgendeiner Stelle verkackt haben. Oder wer ein Spiel verloren hat, musste kurzen trinken. Und wie war das? War es ganz normal, der Part? Das war am Ende lustig, weil so gegen Hälfte konnte man langsam mithören, dass sie angefangen haben zu lallen. Und das Ende vom Lied. Ja. Alkohol ist böse. Ach komm, Storm, bleib in der Mitte. Da, wo du auch hingehörst. Mal gucken, ob wir hier Gold schaffen. Ich würde ja gerne die Immersion benutzen, aber ich glaube, das wäre total gravitationsverrückt. Das wäre dämlich. Das auch. Biege rechts ab, Mann! Ach, Storm, du bist so dämlich. Mal gucken, ob das noch weiter wird. Stimmt. So, gerade noch unter einer Minute. 4 Millisekunden. Stell dir vor, noch eine Millisekunde. Ich werde die Techniken der Rogues klauen. Oh Gott, das hätten wir nicht erwartet. Tja, sind halt so fortschrittlich für dich, Eggman. Bist halt out. Ja, erstmal alles kaputt machen. Ah! Ich finde total widersprüchlich. In Shadow Workshop beschwert er sich, wenn man die Ringe bei seiner Slotmaschine hinkriegt. Und hier will er, dass man die Ringe einsackt. Ja. Ist der Geld mal reich mal arm oder? Weiß nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er Sonic hasst. Nicht weil er seine Play durchkaut, sondern weil er auf dem Weg die ganzen Ringe einsackt. Sein Geld, sein YouTube Money.
Money, money, money. Schaffst du nicht mehr. Ja, ich schaff's wirklich nicht mehr. Ich konnte es auch nicht schaffen. Ich war auch zu schlecht dafür. Ich gebe's zu. Aber da übt gerade Wave das Gegenteil von dem aus, was man von einer Frau denkt. Hm? Viele Frauen sind eigentlich nur darauf aus, die teuersten und blitzendsten Klamotten zu tragen, um anderen Weibern auf den Sack zu gehen. Aber die hier will das nicht, die hat offenbar keine Konkurrenz. Sind Wave, Jet und Storm die einzigen Vögel in Sonics Welt? Flickies. Ich meine, die einzigen voll ausgewachsenen Mistviecher. Ja, Flickies sind viel zu klein. Flickies sind Haustiere. Bestimmt hast du einen Flicky als Haustier. Nein. Schade. Und sein Käfig muss ja ständig sauber machen. Nee. Aber das machst du jetzt schon besser als vorhin. Ja, und dann kommt der Fail. Denn man beschwörte nämlich, ich beschwöre nämlich schon so halb herauf. Mit meinen Bewegungen. Ja, nur du wirst ja nicht dafür bezahlt, meinem Arsch zu wackeln. Das war der beste Satz ever. Wow, ganz knapp. Du bist ja die pure Freude in Person. Auf jeden Fall. Ich bin so overhyped wie kein anderer. Durch Ausführung von mindestens 20 Punkten. Okay. Then let's lose. Wow, ich hab's gut aufbeschworen. Lose. Genau, wenn ich lose sage, komme ich schlechte Ränge. Also, wie sieht es am S-Rang aus? Das sieht aus wie ein S-Rang. Okay, was laber ich auch? Ich kann sowieso nur in so ein bisschen einigermaßen Quali gucken, weil ich habe ja nur noch 50.000er Leitung und Skype ist scheiße mit großem Bild. Weißt du, weil ich kein besonders flüssiges Bild habe, so sagen wir mal 10, 15 FPS, meint Skype, dass ich eine schlechte Internetverbindung habe. Okay. Dann gehe ich mal mit Auslastung von deiner Bildschirmübertragung durch Skype mal auf eine Seite, wo mein Netz geprüft wird und ich habe immer noch sowas um die 44.000 Download. Keine Ahnung, vielleicht kommt Skype in der Komprimierung nicht so gut klar, weil die ganze Zeit sich ein Bild bewegt, obwohl bei mir gerade mal 30 FPS über mir wie die Vorschau kommt und Chat, du machst jetzt darüber schießen. Alter, Chat, du kannst die Laser jeden Tag bestaunen. Frag mal. Ja, also, das Gabelübertragung ist meine Leitung eigentlich in allerbesten Händen. Ich schau dann einfach mal nach der Aufnahme an meinem Upload vorbei. Nee, ich glaube, ein Upload ist auch vollkommen in Ordnung, weil du bist auch nicht irgendwie Robo-Stimme oder so. Vielleicht liegt's einfach an Skype. Ja, davon gehe ich aus. Wir gehen nicht davon aus. Wir sind uns sicher. Ja, Skype ist so eine Mischmaschmaschine. Du hättest eigentlich die Immersion, wenn du von weiter weg gewesen wärst und hochgeflogen wärst vor allen Dingen, hättest du wahrscheinlich schon machen können. Aber egal. Ich habe nur noch einen Trick. Das ist der letzte. Und verkackt. Verkackt wie ein Master. Machst du mal X-Rang-Chat? Du Kleiner. Das Chaos und Chaos am Müll steht für tatsächliches Chaos. Ich liebe es, neu zu starten.
Es erfüllt mich mit Freude. Dann start doch jetzt nochmal neu. Oder jetzt? Oder jetzt? Wir sind gekommen. So startet man neu, man beendet die Mission und fängt es nochmal von vorne. So macht man im. Ja. Eine Mission neu starten, beendet also immer wieder euer Spiel. Bei manchen Spielen muss man das sogar. Ich glaube, fast alle Dragon Ball Z-Spieler haben sowas. Alles klar, Chat, 2x. Hast du okay, auch jetzt heute kannst, lang. Jetzt kannst du es ruhig locker angehen lassen. Sagst du und danach kommen die Fails. Du musst nur auf 38 Punkte kommen. Du hast noch 4 Rampen vor dir, wenn du es richtig anstellst. Natürlich habe ich gedacht, du machst bei der einen Rampe keinen B-Rang. 1. Du bist am Arsch. 2, 3. 3 Rampen. Du bist am Arsch. Yep. Jetzt bin ich am Arsch. Im Arsch sogar. So richtig im Arsch. Ist mir was entgangen oder musst du nur einen Knopf drücken, damit du springst? Ich muss nur die 2 drücken. Dann verstehe ich nicht, warum du das so schwer ist, gute Tricks zu machen. Rufen mich an, eine andere Faktor mitzuspielen. Also nur die 2 rein zu hämmern. Ja, wenigstens bei den Rampen, wo du geradeaus nach vorne fährst, müsstest du eigentlich keine großen Probleme haben. Ja, die Geschwindigkeit passt nicht oder der Zeitpunkt war zu früh. Ich habe so manches Gefühl, dass die Geschwindigkeit genauso einen Einfluss hat. Jetzt brauche ich mindestens Doppel-A. Wenn es kein Doppel-A wird, habe ich ein Problem. Oh! Mein Gott! Hast du heute Drama gefressen oder warum musst du mal so knapp machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Führe mindestens 20 Lufttritte aus. Ich trete gerne in die Luft. So, hier ist mein erster Tritt. So, wo ist der Punkt? Ich weiß, mir ist nicht mehr zu helfen. Warum wünsche ich mir gerade, dass das Spiel Sonic nur 6 Ladezeiten haben soll, nur um dich zu strafen? Ich habe keine langen Ladezeiten bei Sonic nur 6. Das Spiel wird von meiner Festplatte geladen. Das sind trotzdem 25 Sekunden oder so. Und selbst wenn sie kurz sind, das Spiel muss für jeden Scheiß laden, das Installieren bringt es auch nicht. Außer ich baue ein SSD dran, portabel, dann ja, auf die SSD installieren, dann geht das Spiel. Ah, da hast du einen Ring verpasst. Ja, ich weiß. Und jetzt kann er mich auch lachen wieder dafür. Vor allem, weil es mein Lieblingsmissionstyp ist. Ich bin eine Schande für mich selbst. I am shame. I am ashamed. Yeah. Bestimmt, wer es glaubt. Weißt du, du hast ein Problem damit, die Mitte zu erwischen. Ich glaube, du musst noch mal kurz Zielwasser trinken. Oder mir ein Scope kaufen. Fürs Auge. Dass ich zielen kann. Weil ansonsten geht es nicht. Theoretisch könnte man das ja machen. Einfach einen Scope irgendwo abziehen, Sekundenkleber an die Öffnung, die vors Auge kommt. Also ist alles machbar. Komm. Oh shit, Motherfucker. Oh.
Was ist das? Weißt du, ich glaube, in den Ring wärst du auch so reingeflogen. Nö. Jetzt bin ich irgendwo gelandet. Start neu. Nö, ist noch nicht. War mal halt. Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich bin eine Schande. I know. Ich muss ihm auch immer alles dreimal sagen, ne? Ja. Komm. Irgendwas muss ich anders machen. Vielleicht eine Gravitationsimmersion mit voller Kraft. Ob das was hilft? Ich weiß nicht. Ich bezweifle. Das wollte ich auch gerade sagen. Klau mir mal einen Text, Alter. SSF, der Textklauer. Ich bin kein Textklauer, ich bin nur schneller als du. Stimmt, du bist Sonic und Shadow in einem. Noch. Willst du deine Geschwindigkeit aufgeben? Niemals. Da muss dein neuer Kanalname Geschwindigkeit vermitteln. Und Skill. Es hat geklappt. Ich glaub's ja nicht. Da guckt man einmal nicht hin. Ja, ich hab grad die Augen zugemacht sogar. No joke. Wow, schön gelandet. So richtig präzise. Richtig Arschbombe. Das auch. By the way, noch 17 Missionen vor uns. Okay, soll Punkte benutzen. So, dann machen wir das mal. Hier sind meine Punkte. Krieg ich jetzt mein Geld? Hätte ich dir sagen sollen, dass sich die Strecke nicht lohnt? Können sie sagen, aber... Ja. Ist doch egal, so, ab geht's. Och, Mann. Und hier sind sogar diese Dinger, ha. Das wusste ich aber echt nicht mehr. Ich wusste es sogar. Genau, Storm, fahr rückwärts. Er braucht Anlauf. Lass ihn das. Für den Fire braucht sehr viel Anlauf. Ah, okay, du bist da richtig weit zurückgeslidet gerade. An eine Stelle, wo man nicht sliden sollte. Man es eigentlich gar nicht dürfte, schlichtweg wegen den Speedboostern, die da in zwei Reihen stehen. 600. Okay, du konntest nur eine Stange rammeln, wo was liegt. Wann liegt's? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt muss ich jetzt den nächsten Trick mitnehmen und dann mit voller Kraft 400 Punkte hinlegen. Das klappt, das ist so eine Sache. Die die Rotoren sind nicht besonders bekannt dafür, dass die Dinger genau da sind, wo sie sein sollen. Zumindest haben sie es bei mir selten getan. Ich habe zwei mitgenommen. Na gut, die Punkte hast du voll. Jetzt noch ein paar drauflegen. So, 1100, get wrecked. Du bist auch immer die Person, die einen Kuchen braucht, obwohl er schon zwei Lagen Mittagessen hatte, oder? Nö. So, 34 Kästen. Ja, ich brauche volle Kraft. Ich will gar mit der kompletten Immersion durchbrechen hier. Und? Och, Mann, Chat. Zeig doch mal, was in dir steckt. Soll auf den Boden kotzen, oder was? Genau. Kann er gerne machen. Los, Chat, kotzen. Eggman hat in diesem Spiel noch keinen Orbot oder Cubot. Ich würde mir das überlegen. Wow, war richtig viel.
Okay. Links. Dumme Idee. Moment. Ich will das ausprobieren. Ah, ich sehe es. Ich sehe, wo meine wo ich Scheiße gebaut habe. So, hier waren vier. Ich meine Viererpacks. Ja. Ich sag dir, wo ich. Was ich gerade falsch gemacht habe. Ich könnte noch mehr Punkte rausholen. Ja, so. Du konntest gerade nämlich eigentlich gerade aus der Immersion durchziehen. Yep. Das jetzt ausreicht. Ich bezweifle es. Du hast ja eh noch ein bisschen was vor dir. Ah, so knapp. Glück gehabt, du. Ja. Wirklich. Wirklich. Irgendwie mache ich alles super. Keine Ahnung, wie ich das anstelle. Hast du 6 andersfarbige Brüder zusammengetrommelt und der macht's gerade, oder wie? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich die Anti-Sonic-Roboter töten. Anti-Sonic-Roboter, guter Name. Der Storm, der strampelt sich aber ganz schön einen ab. Ja. Ja, zeig, wie fit er ist. Verprügel doch mal. Wie die schwingen, Alter. Ja, das sind in dem Stile Radkappenwagen. Und diese Radkappen funktionieren wie ein fahrendes Rad. Auch wenn der Name es vielleicht schon hergegeben hat, aber trotzdem. Muss mindestens noch ein oder zweimal draufhauen. Okay, eigentlich nicht mal mehr, aber. Ich hau ab. Ich glaube, es ist egal. Perfekt, es war egal. Ich glaube, zu Fuß zu rennen war schneller. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh shit. Ach, die Missionen sind einfach. Alles, was du machst, abgesehen von den Trickrampen, hängt an Mastercore Abyss. Wirklich. Wenn er jetzt keine Attacken mehr läuft. Ich wette, dieser Name ist von dem englischen Wort Abyss herzuleiten, denn Abyss heißt Abgrund. Vor allem ist Abgrund. Wie Spiele Sinn machen. Ansonsten wüsste ich gerne, was der Codename von dem Mist hier ist. Ah ja, nein. Ich möchte es ja nicht zu offensichtlich gestalten, aber du musst ihn zweimal treffen hier. Ja, es ist so offensichtlich. Er ist weg. Ich finde es auch ganz toll, dass er zwischen Dimensionen hin und her springen kann, der dumme Mistvieh. Och man, Chat! Ja, das kannst du vergessen. Die Runde geht so lange, bis du ihn zweimal getroffen hast. Na, nicht mal. Ha. Ich hab normal bekommen. Ja, weil du halt in den Abgrund gefallen bist, ne? Also es ist eigentlich egal, ob ich den töte oder nicht. Oh Chat, komm, ich will einfach nur einen perfekten Start-Ending. Ey komm, du hast zwischen der Immersionsstrecke und da wo du bist mindestens eine Sprungrampe.
Ich will nur von der Geschwindigkeit her gut durchkommen. Dass ich gleich da einen perfekten Geschwindigkeitsstart habe. Whatever. Jetzt rastet er aus. App ist im Rage Mode. Vor allem, wie er es geschafft, sich so umzubauen, das ist auch mal eine interessante Frage. Ich möchte um ehrlich zu sein nicht wissen. Die Sonic Rider Stories sind nie wirklich logisch in dem Sinne. Da siehst du, weit unter einer Minute. Wir haben es geschafft. Aber die Trickmissionen werden hart. Ich glaube, da habe ich irgendwas mit 32 in Erinnerung. Wie kannst du da 32 Punkte in Erinnerung haben? Es sind nur zwei Rampen vorhanden. Nee, vier Rampen. Die zwei normalen Rampen, die du kennst, und die zwei Rampen, die kommen beim Abyss, wenn du die Immersion benutzen musst. Ach so, okay. Ich glaube, da habe ich schwer gehabt mit Gold. Ja, aber es ist ein Glück, dass diese Strecke nur Liga der 8 ist. Ui, Verzeihung. Jedenfalls, ja, diese Strecke ist eigentlich nur eine Liga der 8. Und das hier ist ein Boss. Boss, den du abgesehen von zwei Missionen vollkommen ignorieren kannst. Vor allen Dingen Bossgegner, den Eggman nicht mal gebaut hat. So. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wofür Sega hier Monster of the Week wieder genommen hat, anstatt mal Eggman mit irgendwas anderem. Eggman, der sich das schwarze Loch zunutze macht oder so. Das wäre cool gewesen, aber sie mussten ja was anderes tun. Wir haben Gold. Aber wir brauchen noch ein paar extra Ringe. Für den Fall, dass der versucht, mich umzubringen. Denn wenn er mich trifft, dann chillt scheinbar. Aber nicht. Ja. Oh, er ist weg. Also, mein Job ist getan. Ich werd nur dafür bezahlt, dass du die Ziellinie überschreitest. By the way, guck dir mal das Bild an. Wir sind wirklich im Space. Was ich ganz lustig finde, ist, dass der Himmel so ein Himmelbild ist, das in irgendeiner Stelle gespiegelt ist und sich einfach dreht. Ja, einfach mal ein bisschen Ressourcen sparen. Es fällt die meiste Zeit nicht auf, aber wenn man stehen bleibt und sich das anguckt, dann fällt es doch auf und dann ist es noch um billiger. Wer kennt noch aus dem ersten Teil das Boss-Level, wo man da die Tricks machen muss, wo man zweimal X hinlegen muss, um Gold zu schaffen? Genau, Storm, mach erstmal einen C-Rang. Freut die ganze Welt. Ja, kleinen Anfang. Mit null. Mit null Punkten fängt man an. Dann ist doch schon ein Anfang, wenn man weiß, wie es nicht geht. Ich glaube immer so ein Gegner, aber ich will es nicht testen. Was kommt hier Rampen? Hey, die wird auf der Strecke nicht funktionieren. Wir haben nichts gesagt. Sie, okay. Sie funktioniert. Pixel perfect. Was ich im Echte sein seltsam finde. Denn eigentlich ist es Mastercore, der die ganze Scheiße steuert hier. Jetzt brauchst du noch 8 Punkte. Oder 6 sogar nur. Komm, das kriegst du hin. Springst du mal?
Ich glaube, ich sollte nie. Moment mal, was? Die verlangen keine 36 Punkte, oder? 32 Punkte für Super? Okay. Das heißt, ich muss zweimal X, zweimal Doppel-S hinlegen. Die sind hier verrückt. Ja, aber deswegen hasse ich dieses. Um fair zu sein, schwierig ist es eigentlich nicht. Du musst nur das Timing reinkriegen. Zur Not fahr den letzten Booster vor einer Rampe halt nicht. Moment. Weil du wirst immer langsamer, während du auf die Rampe zufährst. Anscheinend alles geht, bis auf die Kontrolle. Ich kann es dahin erstarren. So versuche ich das mal mit der Immersion einfach rauszufliegen. Oder man kann in der Luft einen Trick machen. Also wenn ich das nächste Mal verkacke, versuche ich mal in der Luft einen Trick zu machen. Nee, in der Luft. Die Kontrolle mal einzuschalten. Ich glaube nicht, dass du in der Luft irgendwas machen kannst, wenn es so schon auch nicht geht. Ich will es mal, aber die Mission funktioniert. Dieses Speedbooster geradeaus. Fahr mal an den letzten Speedboostern geradeaus vorbei. Beim nächsten Mal. Weil die boosten dich vorwärts, die Kamera fährt so ein bisschen vor und zurück, aber du kommst dann langsam wieder auf deine normale Geschwindigkeit zurück. Das kann ein bisschen an deinen Reflexen ziehen, also es kann sein, dass es dich total fehlleitet. Wenn du meinst, dann versuche ich das mal auszuweichen. Jetzt kommt nur ein bisschen flatter durch die Stage, die wollten nur die Stage nicht komplett pflastern. An den Fall vorbei, genau. Nur 34. Aber schon besser, wir wissen jetzt auch die Endpunktzahl. Wir wissen, dass wir zweimal X brauchen. Das war aber, glaube ich, schon eine halbwegs logische Konsequenz, wenn 32 gerade mal für S reicht. Also für Super. Ich will jetzt mal was ausprobieren, ob ich jetzt rausfliegen kann. Nö. Ah, man kann also doch nie ausbrechen. Schon scheiße, oder? Tja, sonst wäre es ja leicht. Es ist niemals einfach. Oh, da wir 33 Minuten haben. Machen wir noch 3 Tries, dann machen wir Part Ende. Du willst also doch einen Stundenpart machen, ja? Nö. Was denkst du denn? Seh ich aus wie Stundenpart geil? Nicht wirklich. Gut. Ich weiß im Echtzeit nicht mal, wie du aussiehst. Hey, einmal habe ich aus Versehen nochmal die Webcam angemacht. Glaubst du, ich guck das nach? Vergiss das doch jedes Mal. Echt? Wenn ich Leute nur einmal sehe, vergesse ich ihr Gesicht. Aber wenn ich sie mehrmals sehe, nicht. Okay. Oder sagen wir es mal so, ich kann mich jetzt gerade nicht ganz konkret an dein Gesicht erinnern. Wenn du es mir nochmal zeigst, dann vielleicht. Ja. Normal vergesse ich ihr Gesicht nicht, aber es heißt nicht immer, dass ich es sofort aufrufen kann, wenn ich sehe. Also wenn ich nicht sehe, ne? Ja. Was recht krass wäre, wenn wir beide Facecam an hätten und dann besser, wenn du so recht angepisst wirkst. Ich glaube, das würde mich wirklich verschrecken, ja. Ich habe im gewissen Sinne ein fotografisches Gedächtnis, aber nur im gewissen Sinne. Okay. Der nächste kann ruhig ein Achter sein, das ist egal, aber der nächste danach muss auf jeden Fall ein Zehner sein. Das wird dann mir an der Stelle nix. Probier es wenigstens. Ja, ich muss es probieren. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich scheiße. Nope. Fuck it. Wir machen ein paar Tende, ihr habt 35 Minuten, ihr kippt doch gerade rum. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, für die noch wach sind. Ja. Und dann wird's Control.